Was Sie hier sehen, ist unsere Upload-Unit. Sicher können Sie es kaum erwarten, sie selbst auszuprobieren. Momentan laden wir täglich 750 Personen hoch. Alles sorgfältig ausgewählte Menschen, die einen Neuanfang machen und eine bessere Welt bauen wollen. Sie, unsere Investoren, werden also in bester Gesellschaft sein. Wie Sie wissen, ist unser Projekt in eine entscheidende Phase getreten. Die autonome Stromversorgung funktioniert. Alle Datennetze sind zur Trennung vorbereitet. Jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel, denn unser AI-Projekt ist ein fantastischer Erfolg. Möchten Sie ihn einmal sehen? Das ist er. Das ist James. Wir haben jahrelang an seiner Synthese gearbeitet. Er ist natürlich geboren worden im Körper einer biologischen Frau, wie Sie und ich. Und er hatte eine richtige Kindheit. Ich darf sagen, dass er unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Wir haben ihn und seine Familie letzte Woche hochgeladen. In City 5 wird er sich exponentiell weiterentwickeln. Er ist die Blaupause für unsere Zukunft. Ein Quantensprung der geistigen Evolution. Warum ausgerechnet ein Kind? Unsere KI sollte Moral entwickeln, bevor sie die Grenzen unseres Verstandes sprengt. Denken Sie nicht? Ich zeige es Ihnen. Sagen wir, dies sei die Leistungskraft unseres menschlichen Gehirns. Nun sehen Sie, wozu James' Gehirn in der Lage sein wird. So weit, so gut. Aber was haben Sie davon? Sehen Sie, was in einer virtuellen Umgebung mit Ihren Gehirnmustern möglich wird. Ihr Geist wird keine Grenzen kennen. Ihr Leben wird keine Grenzen kennen. In City 5 werden Sie alle perfekt sein. Richard! Gott sei Dank, ich dachte schon... Fass mich nicht an! Und jetzt hau ab. Richard, bitte! Ich verstehe dich ja, aber... gib mir eine Chance, das wieder gut zu machen. Du hattest deine Chance. Hau ab! Los, geh schon! Und spar dir das Theater mit dem Husten. Lass den Blödsinn, ich... Lydia? Lydia? Verdammter Mist! Hey, geht's denn? Kommst du zurecht? Oh Gott, du blutest ja. Ja, das ist normal. Ich hab nicht mehr viel Zeit, verstehst du? Du bist noch keine 30. Für jemanden wie mich ist das viel, Richard.
Was ist denn mit Tracy und James? Sie haben sie in ihre VR hochgeladen. Aber das spielt keine Rolle mehr. James ist... Ich weiß. Ich habe die Rede gesehen. Über die Monitore. Er ist künstlich, Lydia. Eine Art Super-KI. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe mich Breakpoint an und jage den ganzen Mist in die Luft. James ist immer noch dein Sohn, Richard. So oder so, du kannst nicht einfach hier sitzen bleiben. Vielleicht sind ihre Körper noch irgendwo hier. Sie haben sie auf ein Skywhale nach Berlin verladen. Dann komm jetzt, wir finden sie. Die Station wird evakuiert, Lydia. Sie nehmen alles mit. Dann müssen wir denselben Weg nehmen wie sie. Wie stellst du dir das vor? Komm schon, Richard. Wir schaffen das. Eine neue Menschheit. Richard hat sich Kurts Rede angehört. Leute, mit diesem langen Story-Part begrüße ich euch zu Part 31 ist es, glaube ich, mittlerweile von Let's Play State of Mind. Ich bin ganz geflasht von dieser üblen Sache, die der Kurtz davor hat. Untersuchen. Okay, Zugriff nur für autorisiertes Personal. Sieh dir das hier an. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken. Dataverse, MoveScan, CloudScan, RoboDot. Mein Gott, die scannen wirklich alles. MoveScan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofil. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. CloudScan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber RoboDot, davon habe ich noch nie gehört. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man eine Weltsimulation bauen. Okay, Leute. Big Data, mal ganz big gedacht. Wahnsinn. Okay, B08. Aha. Wir könnten uns hochladen lassen. Wie bitte? Warum nicht? Ich könnte leben. Du wärst wieder bei deiner Familie. Das ist kein echtes Leben, Lydia. Woher weißt du, dass das hier das echte Leben ist? Oh, das ist eine gute Frage, Lydia. Das kann nicht ein Ernst sein, weil es sich mies anfühlt. Weil es sich mies anfühlt? Das kann nicht ein Ernst sein. So rum würde ich sagen. Ich würde sagen... Also, das würde ich jetzt nicht zu ihr sagen, weil sie ist eine künstliche Person. Ich sag jetzt mal, wie soll sie es denn vielleicht besser wissen? Wer weiß denn, wie sie fühlt? Weil es sich mies anfühlt. Weil es sich mies anfühlt. Okay. Container untersuchen. Mars Set Transport Container. Fracht für Whale 4 M415. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Sky Whale auch immer hieß. Aber war irgendwas mit 6 vorne dran, das weiß ich noch. L316. D774, nein, das ist es alles nicht. M155, da kann man noch einen Terminal zugreifen, vielleicht kann man dann nochmal nachgucken. L698 klingt annähernd. Okay.
Atlantic Sky Whale M688. Ah. Ich wusste irgendwas mit 6 war es. M688. M415. L316. M688. Ich glaube, es ist der letzte, Leute. Mal ganz kurz den angucken. Ja, es ist tatsächlich der letzte. Ich habe den letzten ausgewählt. Okay. Kryo-Schlafbehälter. In einem davon könnte James sein. Wir sollten uns umschauen. Okay, Leute, das ist wirklich eine groß angelegte Sache. Craig, Lydia, Studentin. Okay, ich rede mit ihr. Sie ist ja unsere beste Freundin im Augenblick. Wie lange weißt du das schon? Seit ein paar Monaten. Geahnt habe ich es schon länger. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Ich weiß nicht. Ich hatte Angst. Wovor? Dass du mich verlässt. Du hättest mich doch gehasst. Ja, das stimmt wohl, weil er ist ja synthetischen Wesen gegenüber nicht ganz so aufgeschlossen, unser lieber Richard. Tut mir leid, du hast mich verraten. Nein, es tut mir leid. Da steht eine sterbende Frau, für die wir Gefühle haben oder hatten. Es tut mir leid. Ja, vielleicht. Okay, Container. Okay, lesen. Status ich in der. Ich muss James und Tracy finden. Dieser Transportbehälter und sein Inhalt sind Eigentum der Marset Inc. Okay. Ich würde mal sagen: Kryo-Container mit ausgefüllte Dreieck. Status aktiviert, registrierte Inhalt. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Eine biologische Person, Hernandez Claudia, dieser Transportbehälter. Okay. Hast du ihn gefunden? Nein. Okay, es geht wohl weiter. Nee, ist nix. Uns läuft die Zeit davon. Ja, ja. Kryo-Container. Eine registrierte Person, Rockefeller Mandy. Du siehst aber nicht nach Mandy aus, Rockefeller. Das ist er auch nicht. James, wir müssen ihn finden. Ja, ich bin ja dabei, Richard. Kann ich irgendwo... Da oben rauf kann ich. Da oben rauf kann ich nicht. Nicht ohne abrupt wieder runterzufallen. Ich muss James und Tracy finden. Ja, Richard, ich kann ja auch nicht hexen. Da ist noch ein Terminal. Ganz versteckt hinten in der Ecke.
Okay, die Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Ja, die Anlieferung von Skyway-Fracht erfolgt nach Sektionen. A bis I, J bis Q, R bis Z. Okay. Wen suche ich? Nolan. Die wären zwischen... ist zwischen J und Q. In OPQ, ja, zwischen J und Q. Okay. Irgendetwas haben wir bewirkt. Das ist das Ende des Fliegers. Oh, da kommt was. Angeschwobt. Oh. Sollten in Deckung gehen. Das sieht nach James aus. Okay. Untersuchen. O'Neill, Walter, Wally, du bist das? Miranda Jones. Wir schauen, ob wir hier noch jemanden haben, den wir kennen. Lassiter Fanny, von der haben wir auch schon gehört. Quentin Ariane. Lassiter John. Kessler Henry. Henry ist aber nicht das Spielzeug. Okay, halt. So, Nolan Tracy, ansehen. Da vorne liegt Tracy. Sie sieht friedlich aus. Ja. Wie tot. Guck mich nicht so an. Du würdest dich doch freuen. Sag sowas nicht. Tracy. Wie konntest du das tun? Ich hol dich da raus, ja. Ich hol euch beide da raus. Irgendwie. Tja, und das ist dann wohl Nolan James, unsere vermeintliche KI. Hier. Ich hab James gefunden. Was ist? Erkennst du ihn nicht? Doch. Aber ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, wer das ist. Du hast recht. Ich muss James da rausholen. Egal, was sie mit ihm gemacht haben. Nur wie? Wir können die beiden nicht tragen. Und selbst wenn... Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden, sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein.